Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Video von mir, wo ich auch keinen großen Kommentar zu abgeben will, weil dieses Video soll einfach mal für sich selbst sprechen. Und zwar habe ich es aufgenommen beim Fünf-Länder-Stammtisch in Wittenberg von der Interessensgemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und da ging es halt darum, wie man sich denn verhalten sollte, wenn eine Ladesäule durch einen Falschparker zugeparkt ist oder aber ein Elektroauto dran steht, was gar nicht mehr lädt und somit auch die Ladesäule blockiert. Was soll man da machen? Und da gebe ich jetzt auch keinen Kommentar zu ab. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Mitschnitt von dieser kleinen Veranstaltung. Explodiert, ja.
Sonstiges kümmert sich nicht wirklich drum und sehen das gar nicht als Problem. Und darum kann ich auch immer, sage ich auch immer wieder, an alle anderen nicht irgendwie Zettel verteilen und sich darüber aufregen, sondern möglichst die Zeit nehmen, um dann halt die Polizei zu holen. Idealfall den zuständigen Abschnitt anrufen und dann eben eine halbe Stunde im Zweifel in Kauf nehmen und sie davon in Kenntnis zu setzen, dass es eine Geschäftsanweisung gibt und sie haben, den umzusetzen, wenn sie den umgehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie selber mit meinem Elektroauto dort sind und laden können. Nein. Ja? Nein, nein, nein. Das ist in der Geschäftsanweisung, die es dafür gibt, die gilt für das Umsetzen, also Abschleppen. Und dort ist geregelt Feuerwehrstellflächen, Behindertenparkplätze etc. Da ist es ja ganz egal, ob er im Moment behindert, sondern es ist grundsätzlich, es kann ja zu spät sein, wenn er dann schon sich hat. Ja, bei der Feuerwehr. Selbst wenn ich selber noch einen Verbrenner fahre, kann ich mich bei der Polizei melden und sagen, da steht einer falsch. Und dann ja, selbstverständlich. Ja, also wenn der Wagen nicht mehr liegt, der da steht, dann ist die Problematik, kann ich das Kabel abmachen, weil sonst auch ein Elektroauto, was nicht mehr lädt, ist abzuschleppen. Ich muss das Kabel abbekommen. Hier gibt es ja die Ausnahme, kriege ich es nicht ab, gibt es eine Ordnungswidrigkeit. Ansonsten ist grundsätzlich abzuschleppen. Das ist eben die Geschäftseinweisung in Berlin, so, dass man grundsätzlich abzuschleppen. Wäre dann ein Hinweis an die Kollegen, wenn das geht und wenn das zeitlich so machbar ist. Ja, wenn das zeitlich zu lange ist, weiß ich, wie lange es dauert. Ja, nee, vor allem, bis sie das gemacht haben, dass dann das Kabel abgemacht wird, weil erst dann könnte der Umsetzer geholt werden. Vorher kann er den nicht anmelden, weil das ist dann passt nicht. Er muss ihn ja auch umsetzen können, wenn er dann da ist. Ja. Das ist aber nochmal grundsätzlich nach, weil muss der dann wirklich meinen Ausweis verlangen und ich Anzeige erstatten und etwas passiert? Nein. Weil so ist es mir passiert. Dann habe ich auch erst ein bisschen verdutzt geguckt und gesagt, naja, dann gehen Sie doch dorthin. Sie werden nicht nee, warst du denn vor Ort? Na, ich war quasi in der Nebenstraße, ich bin aber dran vorbeigegangen, bin dann zurück zu meiner Arbeitsstelle gegangen und habe eben die Beamten entgegenkommen sehen und gesagt, hier eine Querstraße weiter, ihr seid ja gerade auf dem Weg, geht doch mal bitte vorbei, da steht einer und guckt euch das an. Ja, auch aber nicht deine, das kann ich ja selber machen. Hat er aber nicht gemacht, er wollte also von mir eine konkrete Anzeige aufnehmen. Ja, nee, das also ist notwendig. Er sagt ja, was ist, welche Ordnungsfähigkeit, dann kann er selber dahin, erkennt das Problem und muss eigentlich handeln. Ja, das war ja noch was anderes. Der Verbrenner stand ja wirklich verkehrt rum. Also das ist nur eine andere Sache, ja. Also er hätte auf jeden Fall ein Strafticket verteilen. Ja, im Zweifel ist Umdrehler. Ja. Nee, aber du musst ja nicht rein. So, meine Erfahrung in Hamburg. Da parke ich öfter und muss auch laden. Und in der Nähe meiner Unterkunft gibt es eine Ladesäule. Ich habe es jetzt schon mehrfach durch 110 anrufen, höflich sich entschuldigen, tut mir leid, dass ich euch dann stören muss, aber hier, ich muss planen und so, an der Ladesäule. Ungefähr 10 Minuten später kommt der Polizeiwagen. Nochmal höflich angesprochen, nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Die sind in Hamburg, ist die komplette Polizeimannschaft darauf geeicht, dass dieses Thema Falschparker an Ladesäulen zu behandeln ist. Genauso wie, ich sag mal, Behindertenplätze oder Feuerwehreinfahrten oder so etwas. Und dann nehmen die den Fall auf, dann wird Stefan bestellt, Stefan ist der Abschlepper und 5 Stunden später kommt Stefan weg. Das ist eine teure Sache von den Betroffenen. Ja, und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich will da auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Das dürft ihr gerne machen, indem ihr nämlich hier unter meinem Video Kommentare schreibt, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr einen Falschparker drauf habt auf einem Ladeplatz oder aber ein Elektroauto dort nicht mehr lädt. Und ja, das wäre ganz toll, wenn ihr da noch mal ein klein wenig etwas zu berichten könntet. Ganz einfach mal um ja, eure Meinung dazu, euren Standpunkt dazu zu erfahren, wie ihr das Ganze seht. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach,
Moment, eins habe ich noch vergessen. Ihr dürft diesen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Kostet kein Geld, ist total für umsonst, kostet wirklich nichts außer ein Klick da unten drauf. Und vergesst nicht, den Daumen rauf da zu lassen. Danke. Tschüssi.